Hey Freunde, das ist wirklich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Selbstverständlich sprechen wir diese Woche zuallererst mal über die Bundestagswahl von letzter Woche, das Ergebnis, und schauen, dass wir ein wenig analysieren, was eigentlich da tatsächlich passiert ist. Natürlich ist aber auch viel in der Welt passiert und wir schauen dementsprechend auf den Benzinmangel in Großbritannien zum Beispiel, aber auch auf eine drohende weltweite Finanzkrise, da der zweitgrößte Immobilienkonzern in China gerade massiv in der Krise steckt. Ja, und dann starten wir doch auch gleich in die Wahlanalyse rein, schauen auf die Ergebnisse, mit denen eigentlich keine Partei so richtig zufrieden ist. Wir schauen auf die SPD, die hat die Wahl zwar gewonnen mit 25,7%, aber eben nur ganz knapp vor der Union. Sie hat zwar seit der letzten Wahl zugelegt, hat aber immer noch ihr drittschlechtestes Ergebnis jemals in der Geschichte der Bundesrepublik eingefahren. Für die Union viel schlimmer, sie hat fast 9 Prozentpunkte verloren, wenn man CDU, CSU hier in einer Fraktion zusammenrechnet, und ist damit jetzt eben hinter der SPD gelandet. Die Grünen wiederum zwischenzeitlich bei weit jenseits der 20% in Umfragen gewesen, hat jetzt eben als dritte Partei hier einiges an Prozentpunkten nochmal liegen lassen auf den letzten Wochen des Wahlkampfes. Die AfD hat Stimmen verloren. Die FDP wiederum ist jetzt eigentlich für sich gesehen der klare Wahlsieger, denn sie ist zum zweiten Mal in Folge zweistellig in den Bundestag eingezogen. Das hat es in der Geschichte der FDP so noch nie gegeben. Nichtsdestotrotz ist es eine kleine Partei jetzt in dem Bundestag, und ja, am meisten verloren mit hat eigentlich die Linke, denn mit 4,9% wäre sie eigentlich unter der 5%-Hürde und damit nicht im Bundestag. Sie hat allerdings exakt 3 Direktmandate über die Erststimme bekommen und ist deswegen kann deswegen diese Regelung umgehen und kommt jetzt auch mit 4,9% in den Bundestag. Bevor wir dann aber auf Koalitionen schauen, noch kurz auf die Hochburgen. Wo wird eigentlich wie gewählt? Und gerade im Vergleich zu vor 4 Jahren, wo fast alles flächendeckend Union oder tendenziell auch mal SPD war, sehen wir jetzt, es wird diverser. In Bayern gibt es zum ersten Mal auf Bundesebene eben einen Wahlkreis, der als Direktmandat eine grüne Kandidatin in den Bundestag gewählt hat. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Und die CSU ist zwar flächendeckend hier in Bayern immer noch führend, hat aber auch deutlich federn lassen müssen, und dann bleibt abzuwarten, ob es in 4, 8 Jahren eventuell hier noch diverser wird. Grundsätzlich gilt, in Städten wird grüner und linker gewählt, auf dem Land eher die Union, oder was wirklich auffällt, gerade in Sachsen im Osten hier, ist die AfD laut der Zweitstimme die stärkste Partei geworden. Und das dürfte eine der großen Aufgaben für die nächste Legislatur werden, für die nächste Bundesregierung, hier klar antifaschistische Bildungsmaßnahmen umzusetzen im Osten, dafür zu sorgen, dass der Osten nicht weiter abgehängt wird, dass das Land nicht weiter abgehängt wird, bevor sich eben die AfD hier endgültig als Volkspartei im Osten etablieren kann. Und dann noch ein kurzer Punkt zu Koalition. Was ist möglich? Welche Regierung bekommen wir denn jetzt mit diesem Ergebnis? Eine GroKo wäre möglich, will niemand. Ampelkoalition, also SPD, Grüne und FDP, beziehungsweise Jamaika, also Union, FDP und Grüne, das wäre beides möglich, das steht im Raum. Laschet hat für sich selber auch angekündigt, obwohl er die Wahl ja nur als zweitstärkste Partei hier beenden konnte, trotzdem Kanzler zu werden, und möchte hier mit Grünen und FDP sprechen. Wurde ein wenig zurückgepfiffen von seiner eigenen Partei, die auch gesagt hat, hey Armin, das ist tendenziell das schlechteste Ergebnis, was wir jemals hatten, fahr mal die Ansprüche zurück. So, jetzt heißt es, die Initiative liegt bei einer Ampelkoalition. Sollte diese aber nicht zustande kommen, so bietet sich Armin Laschet weiterhin an, um dann eben Koalitionsgespräche zu führen. Und das wird gerade deswegen spannend, weil Grüne und FDP jetzt eben die Macht haben zu entscheiden, wer der nächste Kanzler werden soll, Scholz oder Laschet. Und dementsprechend kann man auch als Grüne oder FDP die Union gegen die SPD und andersrum ausspielen und sagen, ja nee, wir wollen mehr Zugeständnisse haben, ansonsten koalieren wir mit dem anderen Partner. Und ja, das Ganze ist sehr, sehr kompliziert, der grünen Basis zum Beispiel zu verkaufen, jetzt doch Armin Laschet zum Kanzler zu machen, wäre sehr, sehr schwierig. Das würde nur funktionieren, wenn man eben sehr viel Zugeständnisse gerade beim Klimaschutz bekommt in einem Koalitionsvertrag. Und deswegen wird es einfach furchtbar kompliziert. Wahrscheinlich haben wir eben nicht in der nächsten Woche eine Entscheidung. Nein, Kanzler Scholz ist zwar wahrscheinlich, aber es könnte zu einer Minderheitsregierung kommen, wenn alles scheitert. Und das heißt, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Vielleicht sehen wir dann sogar Neuwahlen. Auf jeden Fall wird es eine Weile dauern, und vielleicht haben wir bis Weihnachten noch keine neue Regierung. Das bleibt abzuwarten.
Dann sprechen wir kurz über die deutsche und die internationale Wirtschaft. Denn wir waren in der Corona-Krise, wir kommen so langsam raus. Viele Leute werden gesucht in der Wirtschaft, es geht wieder voran, es boomt. Aber noch nicht so richtig. Warum? Denn die Preise explodieren. Die Preise für Importe sind seit Beginn des Jahres um 16,5% gestiegen. Das ist der größte Preissprung seit der Ölkrise 1981, den wir hier sehen. Einfach, weil die ganzen Lieferketten noch nicht funktionieren. Weil noch nicht alles so richtig rund läuft. Die Rohstoffpreise, hatten wir von all Wochen schon, sind immer noch extrem hoch. Erdgas und Erdöl werden gerade noch mal ein gutes Stück teurer und auch in China gibt es derzeit Probleme, zum Beispiel was die Stromversorgung angeht, weswegen dort Lieferketten nicht eingehalten werden kann. Und in einer solch globalisierten Welt sind diese globalen Lieferketten eben so wichtig, dass wir jetzt wahrscheinlich eben hier mit teurerem Einkauf, teurerem Import in Deutschland zu rechnen haben und das ist natürlich erstmal Gift für den Aufschwung und dementsprechend werden gerade die Wachstumsraten für die nächsten Jahre ein wenig nach unten korrigiert. Es bleibt abzuwarten, wann und ob das wieder günstiger wird. Wahrscheinlich schon, aber es kann durchaus jetzt noch eine Weile dauern. Dann, bevor wir zur Europapolitik kommen, sprechen wir noch kurz über eine Studie, die aufzeigt, dass immer mehr Menschen in Deutschland alleine wohnen. Gerade die ältere Bevölkerung, Menschen über 65, wohnen in ein Drittel aller Fälle mittlerweile alleine. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ab einem gewissen Punkt der Partner, die Partnerin verstirbt und man deswegen alleine wohnt. Was aber in Deutschland auch nicht der Fall ist, sind so Mehrgenerationenhäuser. Das ist in den letzten Jahren immer weniger geworden. Nur noch 6% der Menschen über 65 wohnen eben mit jüngeren Menschen zusammen. Was an sich sehr, sehr schade ist, weil es gerade diese Spaltung zwischen Jung und Alt, was wir ja jetzt auch wieder gesehen haben bei der Wahl, bei den Unterschieden, wer wie wo wählt und gerade beim Thema Klima, was diese Spaltung eben noch mehr begünstigt und was ein anderer Faktor ist, die Gesellschaft wird immer älter werden. In Großbritannien gibt es jetzt schon ein Einsamkeitsministerium, um eben gegen sowas vorzugehen. Denn Einsamkeit bedeutet, dass die Menschen nicht glücklich sind, bedeutet, dass die Menschen sich zunehmend, oft auch im Internet aufhalten, sich zunehmend radikalisieren, auch politisch und diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder ein bisschen mehr zu fördern und die Gesellschaft mehr zusammenzubringen. Auch das wird eine der großen Aufgaben sein, nicht nur der nächsten Bundesregierung, sondern der Politik und Deutschland generell in den nächsten 20 Jahren. Und wo wir dann schon bei Großbritannien sind, sprechen wir über den dortigen Benzinmangel. Das ist sehr, sehr dramatisch gerade. Wir sehen, dass 50-90% der dortigen Tankstellen derzeit keinen Sprit anbieten können. Und dann sprechen wir eben nicht nur davon, dass man eben nicht mal kurz in den Park fährt oder in die Stadt, um sich was zu kaufen, sondern wir sprechen auch davon, dass Rettungskräfte, Sanitäter und Co. kein Benzin mehr bekommen, um tatsächlich Hilfe leisten zu können. Und das ist mittlerweile so dramatisch, dass die Armee eingesetzt wird. Der Grund hierfür liegt nicht daran, dass dieses Benzin nicht existiert oder grundsätzlich dieser Sprit, sondern einfach, dass die Lkw-Fahrer, bis zu 100.000 Lkw-Fahrer fehlen in Großbritannien, unter anderem wegen Visa-Problemen. Das wiederum hat mit dem Brexit zu tun, aber auch damit, dass in der Corona-Krise Fahrprüfungen nicht umgesetzt werden konnten und deswegen auch Lkw-Fahrer hier fehlen. Und beides zusammen sorgt jetzt für diese massive Spritkrise, die wir gerade in Großbritannien sehen und zeigt unter anderem neben dem Mangel an Lebensmitteln, der zum Teil ja auch in den letzten Jahren seit dem Brexit dort geherrscht hat, einfach die Folgen dieses Brexit auf und schlagen gerade auch in der politischen Diskussion und der gesellschaftlichen Diskussion in Großbritannien große Wellen. Eine andere Krise, die gerade aufkommt, die aber mehr diplomatischer Natur ist, sehen wir jetzt zwischen Deutschland und Russland. Denn YouTube Deutschland wiederum hat einen russischen Fernsehsender im Internet auf seinen Kanälen eben gesperrt. Russia Today gilt als Art Propagandakanal des Kreml und verbreitet unter anderem Verschwörungstheorien über Corona und gezielt Falschmeldungen. Daraufhin hat YouTube eben Russia Today hier von YouTube verbannt und hat eben auf seine Nutzerrichtlinien hingewiesen. Das wiederum sieht Russland, also die Politik Russlands, der Kreml, allerdings als Angriff von deutscher Seite. Die Deutschen haben sehr klar gemacht, dass sie mit YouTube nun mal nichts zu tun haben. Wir wären ja eigentlich ganz froh darum, hätten wir mehr Regularien für YouTube. Das ist nicht der Fall. Das ist allein YouTubes Entscheidung gewesen. Jetzt wiederum kündigt Russland aber an, sollte diese Sperrung nicht aufgehoben werden. So werden eben deutsche Kanäle in Russland gesperrt. Und da sprechen wir von ARD, ZDF,
und verschiedenen Privatsendern, die alle eben aus der russischen Öffentlichkeit verschwinden könnten. Das heißt, Putin rasselt hier mit den Säbeln und zieht tatsächlich seine schärfsten Waffen, spricht davon, ganz YouTube in Russland direkt zu sperren und von einem Medienkrieg. Und jetzt die Frage, ob das erstmal einfach nur laut losgebrüllt war und dann nicht viel folgt oder ob man das ernst meint, was das wäre, eine weitere große Eskalation in dem sowieso diplomatischen Tief, in dem sich Deutschland und Russland, aber auch die USA mit YouTube und Russland in den letzten Jahren befinden. So, und dann hatte ich ja bereits angekündigt, dass wir noch über Evergrande sprechen, also den zweitgrößten Immobilienkonzern in China. Und warum spielt er für uns so eine große Rolle? Nein, der Aufstieg Chinas kam nicht einfach irgendwo her. Sehr, sehr viele Firmen, gerade auch der Staat, haben unfassbar viele Schulden aufgenommen, um eben zu investieren, um neue Gebäude zu bauen, Infrastruktur etc. So haben wir auch diesen sehr, sehr schnellen Aufstieg Chinas jetzt zur Weltmacht in den letzten Jahren gehabt. Das Ganze sorgt aber natürlich eben für eine massive Verschuldung. Und das sehen wir an Evergrande mit etwa 300 Milliarden Euro Schulden. Und das wächst ihnen mittlerweile mehr oder weniger über den Kopf, sodass ja, sie ihre Schulden nicht mehr ganz so zahlen können. Sie sind nicht mehr so liquide und müssen jetzt anfangen, bestimmte Anteile zu verkaufen, um weiterhin liquide zu bleiben. Und das Ganze erinnert ein wenig an die Lehman Brothers, die wir 2008, 2009 pleite gehen sehen haben und woraufhin es eben diese globale Finanzkrise gab. Sollte Evergrande pleite gehen, hätten wir etwas Ähnliches zu befürchten, denn China ist mittlerweile Weltmacht, ist weltwirtschaftlich unfassbar relevant geworden und Evergrande eben ein unfassbar großer Konzern. Das Ganze dürfte wahrscheinlich nicht so der Fall sein, denn Evergrande hat nicht nur viele Schulden, sondern eben auch viel Besitz und kann jetzt erstmal Anteile an verschiedenen anderen Unternehmen verkaufen, um weiterhin liquide zu bleiben. Das Ganze zeigt aber ganz klar auf, wie instabil und risikoreich immer noch der chinesische Markt ist und wie viel hier mehr oder weniger auf Pump erstmal investiert und gebaut wurde. Hier noch ein Video verlinkt, was das ganz schön aufarbeitet. Und ja, jetzt bleibt abzuwarten, ob vielleicht Evergrande doch staatliche Hilfe von Chinas Seite bräuchte, ob man Evergrande pleite gehen lässt oder ob sie jetzt doch aus eigenem Antrieb diese Krise überwinden können. Keine Nachrichtenzusammenfassung der letzten Woche, aber ohne eine gute Nachricht. Und auch da sprechen wir über Großkonzerne. Denn eine der großen Problematiken von Evergrande war auch, dass es nicht genügend Transparenz gab, dass man nicht wusste, wie ist eigentlich die Situation von Ort. Das gleiche hatten wir zum Beispiel bei Wirecard im letzten Jahr. Und da ist die gute Nachricht diese Woche, dass es mehr Transparenzpflicht geben soll. Dass auf ganzer EU-Ebene, aber fürs Erste erstmal in Deutschland, aufgedeckt werden soll, wie viel Steuern bezahlen, welche Unternehmen eigentlich in welchem Land. Und wenn man solche Daten hat, lässt sich natürlich auch viel besser eine globale Mindeststeuer zum Beispiel umsetzen oder verstehen, wie die Wanderung von Unternehmen ist, wenn, wie, wo, welche Steuern erhöht werden. Und so lässt sich einfach ein faireres Finanzsystem schaffen. Klar, mehr bürokratischer Aufwand, aber mehr Transparenz sorgt einfach für mehr Sicherheit. Und gerade nach der Finanzkrise 2008, 2009 ist diese Stabilität in der Wirtschaft, denke ich, definitiv eine gute Nachricht. Ja, und das war's dann auch schon wieder von den Nachrichten für diese Woche. Kurz in eigener Sache, entschuldigt bitte, sollte es in den nächsten Wochen ein wenig seltener Videos geben, wenig unregelmäßiger, in neuer Wohnung, ein neuer Job stehen an. Dementsprechend könnte es ein wenig stressiger werden. Nichtsdestotrotz bemühe ich mich natürlich jede Woche die Nachrichten für euch zusammenfassen. Freue mich weiterhin auf jedes Video. Wünsche euch erstmal eine wundervolle Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.